Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Lange nicht gesehen. Gefühlt ist jetzt ja völlig, ne, es ist ja jetzt morgen und so weiter und so fort. Ich habe nicht gerade erst eben 3 Meter da drüben Tschüss gesagt, um jetzt 30 Sekunden später hier wieder Hallo zu sagen. Ja, kleiner Einblick ins Making-of. Na, völlig wurscht jedenfalls. Was ich euch noch erzählen wollte, also wir machen wieder spontane Waldbesichtigung, ne, also nach wie vor habe ich keine Ahnung, was mich hier noch sonst so erwartet, wenn wir jetzt hier noch rumlaufen. Jedenfalls das Waldbild hier generell. Einfach darum habe ich mich jetzt auch extra mal so hingestellt, wo man recht weit gucken kann, wo man mal ein bisschen einen Überblick bekommt. Bemerkenswert ist in diesem Bestand, in dem wir hier unterwegs sind, dass es alle Nadelbäume gibt, die flächenmäßig relevant sind in Deutschland. Ja, alle 5. Nämlich, es gibt hier die Tanne. Ja, die gibt es sogar dominant. Das ist vielleicht der häufigste der Nadelbäume. Dann gibt es einige Lärchen. Hier und da mal eine Kiefer, ganz manchmal noch eine Fichte. Die Fichten, die hier noch stehen, die sind mehr ein Überbleibsel aus eben der Phase der großen Fichtenbewirtschaftung, wo man halt eben primär mit Fichte gearbeitet hat. Jetzt sind sie nur noch vereinzelt da und man muss sie fast ein bisschen suchen. Das gleiche gilt eben für die Kiefern. Auch die sind jetzt nicht aus großem wirtschaftlichen Interesse hier noch da, sondern die sind noch übrig, als sie eben primär das waren, was man halt grundsätzlich überall hingepflanzt hat. Entweder Fichte und wenn Fichte nicht geht, dann halt eben nur mal Kiefer. Und hin und wieder gibt es auch mal noch eine kleine Douglasie dazwischen, beziehungsweise eine nicht mehr ganz so kleine Douglasie dazwischen. Also eine wunderbare Vielfalt. Ganz, ganz toller Wald, großes Lob, aber grundsätzlich mache ich auch selten Waldbesichtigungen in schlechten Wäldern. Da müsste ich in der Fichtenmonokultur zum Beispiel oder eine Kiefernmonokultur. Ja, und allzu viel kann man da halt nicht erzählen. Bei der Kiefernmonokultur mag es noch gehen. Es gibt Situationen, da ist tatsächlich ein Kiefernwald durchaus einfach das Einzige, was geht und dann auch keine schlechte Idee. Und dass es dann halt nur Kiefer gibt, weil es das Einzige ist, was geht, mag dann durchaus nicht weiter verwerflich sein, beziehungsweise sogar richtig. Ja, aber bei Fichte, wenn du unterhalb von 800 Metern unterwegs bist, und 800 Meter ist eigentlich auch schon zu wenig, sagen wir mal, unterhalb von 1000 Metern unterwegs ist, dann ist Fichte halt meistens doch eher fehl im Platz oder eben Bestandteil eines Mischwaldes, so wie es jetzt hier der Fall wäre. So, bitte, das erstmal soweit. Jetzt wartet mal. Jetzt versteht ihr mich gleich wieder nicht mehr, was Mikrofon falsch rumhängt, aber ich will nur kurz eine kleine Sache noch zeigen. Fichten, da hinten sind welche, ne? Also hier von der Krone her, von der Baumkrone kann man schön sehen, das sind Fichten. Warum kann man sehen, dass das Fichten sind? Naja, erstens, sie haben eine relativ kleine Krone im Vergleich zu Tanne. Und zweitens, auch von hier kann man sehen, die Äste nach außen, die biegen sich hoch. Ja? Also die Astspitze sitzt ein bisschen höher. Also der Ast macht so einen Verlauf. Ja? So. Hui. Hui. Ich hoffe, das hat man jetzt einigermaßen sehen können. Und das sieht man also auch von hier, dass das Ende des Zweigs, des Astes eben ein bisschen angehoben ist. Ist meiner Meinung nach eines der besten Merkmale, wenn man Fichte in Ferndiagnose erkennen möchte. Ist gerade im Winter schön, weil da kann man weiter gucken, weil die Laubbäume ja kahl sind. So, noch ein kleiner Take und dann gehen wir weiter. Nämlich hier steht so ein Totholz rum und dieses Totholz, das hat da ein Loch. Ja, dieses Loch da. Das ist noch zu niedrig, um wirklich eine gescheite Spechthöhle zu sein. Vielleicht wurde es mal von einem nicht ganz besonders cleveren Specht angelegt. Sieht nämlich schon grundsätzlich wie eine Spechthöhle aus. Aber wenn wir weiter hochgehen, dann finden wir hier im oberen Bereich, ja, näher ranzoomen geht leider nicht, aber ihr könnt sehen, ne? Bildmitte ungefähr, da ist ein hervorragendes Spechthöhlenloch und da wird wahrscheinlich ein Buntspecht wohnen. So vom Lochdurchmesser her könnte ich mir das gut vorstellen. Das ist eine super Spechthöhle, weil von oben kann schon mal kein Baumarder kommen. Ha? Also der kann nicht von Baum zu Baum, von Ast zu Ast springen und sich dann von oben sozusagen runterlassen zur Höhle und da reinlangen und rausholen, was drin ist. Sondern der müsste schon von unten hochklettern. Und da ist es jetzt interessant, dass unser Totholzbaum hier eben gar nicht mal mehr so viel Rinde hat und das eigentliche glatte Holz hier, auch wenn das schon ein bisschen am Vermodern ist und damit wahrscheinlich auch nicht mehr ganz glatt ist, das ist nicht optimal zum Klettern. Und die paar Äste, die dann da sind, ja, da hat er schon noch Möglichkeiten. Aber der würde sich überlegen, ob er da wirklich hochklettert, in vielen Fällen, der liebe Herr Baummarder. Also so gesehen wirklich eine der besseren Spechthöhlen für eine
ja, für nicht den Schwarzspecht. Der Schwarzspecht legt so die krassesten Höhlen an. Auch die von der Sicherheit her, von der Lage, Wohnungssituation her, besten Höhlen. Gut, aber jetzt gehen wir wirklich weiter. Jo, hier haben wir einen kleinen Nadelholzbestand, tatsächlich Nadelholzreinbestand und nicht nur verschiedenes Nadelholz, sondern tatsächlich ist das noch ein kleiner Rest von Fichtenreinbestand. Ha. Die meisten Wälder, die wir so finden können, selbst wenn es tolle Laubmischwälder sind, mit toller Baumartenvielfalt, wie jetzt eben bisher die ganze Zeit, die haben oft noch so einen Streifen, und das ist hier genau so einer, also wirklich streifenförmig, noch einen letzten Rest Fichtenreinbestand noch irgendwo rumstehen. Ja? Das muss man sich so vorstellen, die waren jung, als der Sturm gekommen ist, dementsprechend haben sie den Sturm auch ziemlich unbeschadet überstanden, weil wenn du jung bist, bist du dünn, dann bist du auch nicht so einfach umzuschmeißen, bist auch noch nicht so hoch, der Hebel ist kürzer als bei einem großen ausgewachsenen Baum. Moment, ich sehe mal, ich habe gerade wieder mal falsche Knöpfe gedrückt. So, jetzt müsste es auch wieder stimmen. Und das führt natürlich dazu, dass das dann einfach übrig bleibt. Ja. Und da man nach dem Sturm erstmal Fichtenholz bis in alle Ewigkeit genug hatte, lag ja überall rum, musste nur noch aufbereitet und abgeholt und so weiter und so fort werden. Eine ähnliche Situation wie jetzt heute auch wäre, nach den vielen toten Fichten der letzten Jahre, wenn wir nicht die Option gehabt hätten, die riesigen Mengen anfallenden Fichtenholzes einfach ins Ausland auszulagern, weil einfach die Lagerkapazitäten in Deutschland nicht gereicht haben. Das muss man sich auch klar machen. Der Sturm vor 20 Jahren, der war ein lokales Phänomen in Südwestdeutschland. Die Borkenkäferkatastrophe der letzten 2-3 Jahre, das war nichts Lokales, sondern überall gleichermaßen. Wo es Fichte gab, gab es auch eben entsprechend die Probleme mit dem lieben Borkenkäfer. Und dementsprechend ist das was wir in manchen Landschaften heute fast schon suchen müssen, übrig gebliebene Fichtenreinbestände. Dass der jetzt übrigens auch die Käferkatastrophe überlebt hat, ist kein großes Wunder, weil er ist ja einer der wenigen letzten verbliebenen Relikt-Fichtenreinbestände, die es hier überhaupt noch gibt. Und der Käfer muss sowas auch erstmal finden. Ja? Der weiß ja nicht von vornherein, wo sind denn die Fichten, sondern er muss die suchen. Das ist in Landschaften, die nur aus Fichte bestehen, sehr einfach. Du suchst irgendeinen Baum. Die Chance, dass es eine Fichte ist, liegt bei 99%. Yay! Hier suchst du irgendeinen Baum und es ist einer der genannten vier anderen Nadelbäume oder eine Buche oder eine Eiche oder noch irgendwas anderes, was hier sonst noch rumsteht. Birke, Kirsche haben wir gesehen, eine Hainbuche war da hinten irgendwo, immer mal wieder zwischendrin vereinzelt. Mal eine Linde meine ich noch irgendwo gesehen zu haben, aber bin mir nicht ganz sicher. Es ist Winter, da ist das nicht ganz so trivial, sämtliche Laubbäume zu entdecken von der Artenvielfalt her. Daher, ja, gut. Aber ja, einfach ein Überbleibsel. Inzwischen muss man fast sagen, finde ich die ganz nett. Ja, jetzt wo sie nicht mehr häufig sind, jetzt wo sie mehr so als kleiner Reminder noch in der Landschaft herumstehen und einen daran erinnern, dass mal der ganze Wald so ausgesehen hat und wie viel sich da eigentlich in Sachen Waldumbau in vielen gut bewirtschafteten Wäldern bereits getan hat, da ist das schon eine tolle Entwicklung. Und das in vergleichsweise kurzer Zeit. Also da hat sich meine und unsere Forstpartie ja schon wirklich enorm Mühe gegeben und Extremes geleistet, damit jetzt eben viele Wälder inzwischen auch schon deutlich naturnäher aussehen als eben das da. Ne? Wirtschaftlich gesehen, solange es nicht von alleine umfällt, ist das natürlich nach wie vor durchaus lukrativ. Man kann da die Bäumchen einfach schön rauspflücken, hochmaschinell. Das geht rucki-zucki. Dann legt man sie schön an den Straßenrand, hat sie hucki-zucki abgefahren und die Sägewerkler, die nach wie vor gerne Fichtenholz haben möchten, zahlen für sowas auch einen sehr, sehr guten Preis. Ich hatte die ganz aktuellen Holzpreise nicht im Kopf, aber vor 8 Wochen oder sowas waren wir bei 105 Euro den Festmeter. Also sogar einen wieder sehr, sehr guten Holzpreis für Fichte. Ja? BC-Mischqualität, glaube ich, war das. Ja? Gut, weiter gehen wir. Ja, sehr cool, da steht ein Weihnachtsbaum im Wald mit dem schönen Hinweisschild, die Tradition lebt, komm, schmück mit.
und nimm ab dem 6. Januar wieder mit, was du entsprechend drangehängt hast. Richtig, richtig tolle Idee. Funktioniert offensichtlich ganz hervorragend. Der ist ja wirklich schon ordentlich bestückt. Und wenn das dann sogar wieder mitgenommen werden darf, beziehungsweise soll, und das offensichtlich funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, wenn da schon dran steht, die Tradition lebt, das machen sie nicht zum ersten Mal dieses Jahr. Finde ich richtig, richtig cool. Und der ist ja auch wirklich hübsch. Also genauso hier auch Weihnachtsbaumformat, wie man sich das vorstellt. Ich möchte mal gern wissen, wie viele an Heiligabend dann hier nochmal vorbeilatschen und noch ein Geschenk drunter packen, kurzfristig. Ja, sehr cool. Ne? Also auch sowas kann man hin und wieder mal im Walde finden. Hat jetzt natürlich nichts mit Waldökologie zu tun, aber ich wollte es trotzdem kurz gefilmt haben. Finde ich toll. So, Moment. Da jetzt. Also, hier haben wir eine Wegsperrung. Ne? Ihr seht da Flatterband. Ist aber, und da möchte ich jetzt auch noch mal ein paar Takte zu verlieren, auch das ist nichts Ökologisches, trotzdem wichtig, ist aber eine mehr oder weniger schlechte Wegsperrung. Gute Wegsperrung, also die, die man wirklich so richtig schön nach Lehrbuch, sage ich jetzt mal, konstruiert hat, die weisen noch ein extra Schild auf, wo dann irgendwie steht, warum da gesperrt ist, dass man da nicht durchgehen soll und Forstarbeiten, Lebensgefahr, blablub und so weiter. Das sind die alten Schilder. Inzwischen, da häufig doch trotzdem weitergegangen wird, obwohl da eben entsprechend ein Schild steht, was hier jetzt fehlt, hat man ja meistens neuerdings Schilder mit nach Paragraph so und so, gibt es ein Bußgeld, wenn sie weitergehen. Tatsächlich hat man nämlich festgestellt, die Androhung eines Bußgeldes, wir sind hier in Deutschland, ja, funktioniert besser als der Hinweis, Achtung, Lebensgefahr. Weil bei Achtung, Lebensgefahr gibt es immer irgendeinen Klugscheißer, der der Meinung ist, ach was, das ist doch nicht gefährlich, ich gehe da jetzt durch. Und ja, Problem ist folgendes. Warum denn überhaupt Achtung, Lebensgefahr? Ist manchmal wirklich schwer nachzuvollziehen. Da sind Baumfällarbeiten am Laufen oder sind am Laufen gewesen. Selbst wenn sie gewesen sind und man geht, obwohl die Forstwirte, die da gerade am Machen waren, inzwischen wieder daheim sind und vorm Kamin sitzen von mir aus. Und man geht da jetzt trotzdem durch. Dann kann man halt nicht mit Sicherheit wissen, ob da nicht irgendein Baum durch zum Beispiel das Fällen eines anderen Baums angeschlagen ist. Ist und später noch umfällt. Das kommt erheblich häufiger vor, als man denkt. Und genau sowas ist dann auch der Grund, wo dann häufig mal ein Forstwirt selber drunter liegt und hin und wieder eben auch schon mal Personen, also ein paar Spaziergänger im Walde eben auch schon drunter gelegen sind. Und das gilt auch, wenn die Holzernte komplett fix und fertig erledigt ist, nochmal 2-3 Tage später lässt man gerne die Absperrung trotzdem noch da, weil auch dann man eben nicht sicher sein kann, ob dann nicht hinterher noch irgendwas umfällt oder noch irgendwas runterkracht oder vor allen Dingen auch noch Äste, die noch irgendwo oben hängen geblieben sind in den Baumkronen, die kommen auch gerne ein paar Tage später nochmal runter. Jetzt muss man natürlich jeder für sich selber irgendwo abschätzen, wie risikoaversionstechnisch intensiv er unterwegs ist. Aber grundsätzlich, wenn man sonst auch kleine Risiken in Kauf nimmt, dann wäre es für die meisten von uns wahrscheinlich noch vertretbar, da trotzdem jetzt durchzulatschen. Und wenn du halt vom Baum erschlagen wirst, dann kannst du hinterher niemanden verklagen, weil es wurde dir ja gesagt. Doof ist aber vor allen Dingen dann, durch sowas durchzulatschen. Ja, und man darf es grundsätzlich nicht und ich will es auch niemandem empfehlen. Gar nicht, ne? Im Gegenteil. Wenn irgendwie möglich, entweder großräumig außenrum gehen oder halt eben alternative Route nehmen. Aber grundsätzlich ist es dann wirklich saugefährlich, wenn die Arbeiten noch stattfinden. Weil so Experten gibt es auch hin und wieder, die dann durchlatschen, wenn du die Säge noch hören kannst, zum Beispiel. So nach dem Motto, oh ja, die machen so kurz Pause, bis ich durch bin. Ja, aber das Dumme ist, die sind hochkonzentriert, die Leute am Arbeiten. Ja, und wenn die da jetzt, die wissen, wo der Kollege steht. Und auf den Kollegen können sie aufpassen, weil da wissen sie ja, wo er steht. Und die haben sich abgesprochen und arbeiten so, dass sie sich gegenseitig jeweils nicht gefährden. Taucht da jetzt aber plötzlich mitten während der Arbeit, möglicherweise kurz vorm Umschneiden des Baums oder umkeilen oder umziehen, je nachdem, doch irgendein Passant auf
und steht plötzlich da, wo er genau nicht stehen soll, dann kann das alles super gefährlich werden. Weil dann muss der Forstwirt schnell reagieren und der Passant muss schnell reagieren und alle müssen schnell reagieren und am Ende ist, wenn es dumm läuft, wirklich jemand tot. Und da du als Forstwirt für sowas auch verantwortlich bist und dass dein Job ist, das genau zu verhindern, verstehe ich absolut jeden, der da extrem ungehalten reagiert, wenn jemand durch so eine Absperrung durchrennt. Aber, nachdem das geklärt wäre, trotzdem noch mal kurz die Ergänzung. Eine gute Absperrung hätte noch ein Schild, die eben darauf hinweist, dass da Forstarbeiten sind. So könnte es auch ein vergessenes Flatterband sein. Und das ist immer scheiße. Weil Flatterband an sich kann jeder im Baumarkt kaufen, kann jeder irgendwo hinhängen, wenn er lustig ist. Und dann hängt es da. Und drum ist es einfach nicht eindeutig. Ist da wirklich gesperrt? War das ein Kind möglicherweise? Ne? Man weiß es nicht. Und das ist schon ein bisschen doof. Und das nächste wäre, im Idealfall, wenn ein Schild da ist, dann steht auf dem Schild in einer perfekten Welt auch noch, welchen Alternativweg man doch bitte jetzt nehmen möge, um da diese Sperrung zu umgehen und trotzdem eine schöne Wanderung im Wald vollziehen zu können. Das wäre dann optimal. Aber das sehe ich theoriegegebenermaßen auch nur sehr, sehr selten. Okay, hat jetzt nichts mit Waldökologie zu tun gehabt, war mir aber trotzdem ein großes Anliegen, da nochmal drüber gesprochen zu haben. Wir gehen weiter. Ja, hier haben wir einen kleinen Tumor und zwar genau in der Bildmitte. Wir zoomen ihn mal ran. Hallo Tumor. Ja, das ist Karl, der Tumor und der wächst da. Das macht eigentlich nichts. Das ist gar nicht mal so schlimm, weil ist ja nur ein Pflanzentumor. Ist nämlich wesentlich, dass Pflanzen mit Tumoren erheblich weniger Probleme haben als wir so. Ne? Tumor und Mensch ist meistens keine besondere innige Liebesbeziehung. Tumor und Pflanze hingegen, ja, also ein bisschen Nerven tut er vielleicht. Abgesehen davon, dass ein Baum nicht in der Lage ist, genervt sein zu empfinden, soweit wir das wissen. Trotzdem, das ist meistens kein besonders großes Problem. Tumore an Pflanzen können ja keine Organe abdrücken. Das ist bei uns ja ganz anders. Das meiste, was einen meistens umbringt am Tumor, ist ja, dass der einfach wächst und dann irgendwann in riesen Klumpen ist und Platz braucht und damit irgendwas anderes zerdrückt, was auch Platz gerne brauchen würde. Und mitunter ist das andere, was da zerdrückt wird, halt irgendwas Wichtiges, wie zum Beispiel innere Organe oder irgendwelche Teile vom Hirn oder sonstiges. Ja? Und da ist es halt eben dann nicht so lustig. Hingegen, was soll denn bei einem Baum zum Beispiel bitteschön von so einem Tumor zerdrückt werden, was der Baum nicht jede Menge hat? Das ist nämlich der große Unterschied eben von Pflanze und Tier. Eine Pflanze hat im Regelfall drei Organe. Man spricht da wirklich von Sprossachse, Blättern und Wurzel. Das sind sozusagen die Organe. Das sind die drei primären Gewebetypen, die von anderen Bestandteilen des Blatt, des Wurzel oder des Stammgewebes aber beliebig viel ersetzt werden können. Ja, also verliert man, also nicht beliebig viel. Wenn der ganze Stamm umgeschnitten ist, dann wird es irgendwann meistens schwierig. Aber auch das kann sich manchmal noch regenerieren. Ja, Stockausschlag hat man bestimmt schon mal gehört. Es gibt Bäume, die schneidest du um und dann treiben die einfach nochmal aus und wachsen nochmal in die Höhe. Gerade bei jungen Bäumen funktioniert das noch bis zum gewissen Grad. Also selbst das kann überlebt werden. Eben weil einfach die einzelnen Organe, sage ich jetzt mal, ziemlich identisch sind und es nicht auf 10 Gramm Blattmasse ankommt, auch nicht auf 100 und in manchen Fällen auch nicht mal auf eine Tonne. Und all das kann wieder regeneriert werden und damit, was soll ein Tumor denn bitte anstellen? Ja, er macht ein Stückchen Stamm ein bisschen enger. Schlimm. Das funktioniert trotzdem alles noch. Die Wasserleitung im Holz funktioniert noch. Der Tumor kann auch nicht beliebig nach innen wachsen. Das ist das Nächste, weil auch tumorige, sich vermehrende Pflanzenzellen unterliegen immer noch den Regeln des Wachstums von Pflanzenzellen. Das heißt, es ist immer noch Holz, was hier gebildet wird, wenn es auch komisch aussieht. Und dieses Holz muss halt irgendwo hinwachsen, wo Platz ist. Das heißt, der kann nur nach außen. Der kann gar nicht nach innen wachsen, weil im Stamm ist ja schon Holz. Und damit schlimmstenfalls Stammtumore hast du halt so einen Knubbel außen dran hängen. Mag sein, dass das dann irgendwann, wenn der riesig wird und wenn er jetzt ganz weit oben wäre, dann hat der statisch noch ein paar Einflüsse auf den Baum. Aber so ein niedriger, der ist im Grunde relativ harmlos. Allerdings
ist jetzt die Frage, warum ist denn da eigentlich ein Tumor? Ja, wenn es jetzt wirklich klassischer Tumor im Sinne von einem Fehler beim DNA-Kopieren, der jetzt unkontrollierte Zellteilung auslöst, ist, dann ist klar, dann ist der auch nicht weiter schlimm. Aber in vielen Fällen wird so ein Tumor auch verursacht von einem Krankheitserreger, wie zum Beispiel einem Bakterium. Das Agrobacterium tumefaciens wäre da zum Beispiel so ein Beispiel. Das ist eher was aus der Landwirtschaft, aber andere Agrobakterien, die mit den Tumefaciens sehr, sehr verwandt sind, die gibt es theoretisch auch bei Bäumen. Und die haben zum Beispiel ein tumorinduzierendes Plasmid. Das heißt, die packen in ihre Wirtszelle ein extra kleines Stückchen DNA bzw. RNA rein. Und weiß gerade nicht, woraus so ein Plasmid besteht, ist ja auch wurscht. Jedenfalls wird das dann abgelesen und da steht drauf, bauen Tumor. Und dann baut die Zelle halt einen Tumor und das geht dann immer so weiter. Und dann kann sich durch die Zellteilung, die unkontrollierte Zellteilung und der Bau von Tumorzellen, die außerdem noch Sachen einlagern und Sachen produzieren, die das Bakterium wieder fressen kann, damit auch das Bakterium quasi ausbreiten. Oder Pilze könnten das theoretisch auch sein. Potenziell wäre auch möglich, dass hier eben ein Pilz einen Tumor verursacht, den er gleichzeitig auffrisst und dann mit dem Tumor sozusagen wächst und in dieser Kugel drin wohnt und mit dem weiteren Wachstum immer mehr neues Futter bekommt und so auch seinen Lebensraum, seine Wohnhöhle sozusagen immer weiter vergrößern kann. Also da gibt es alles Mögliche. Es gibt quasi nichts, was es nicht gibt. Ja, und Karl, haben wir ihn ja genannt, ist dementsprechend irgendwas zwischen ein bisschen lästig und tatsächlich einem größeren Problem, weil wenn da jetzt der Pilz drin sitzt, irgendwann bricht das ab, irgendwann reißt das auf und dann ist das wie eine offene Wunde und da können dann neue Krankheitserreger, also andere Pilze, die dann den Primärstamm zersetzen, durchaus ganz gut durch so eine Wunde eindringen. Und tatsächlich hier rechts unten von Karl sehen wir, da ist auch schon so eine Stelle, das sieht irgendwie nicht so ganz gesund aus. Ja, da ist er schon am kaputtgehen. Und nur eine Frage der Zeit, bis dann dadurch auch nochmal irgendwas anderes da rein eindringt, was dann vielleicht zum Problem wird. Also für so einen jungen Baum ist ein Tumor dieser Größe dann halt doch irgendwo ein Problem. Für einen alten Baum müsste das jetzt längst noch nicht ein Todesurteil sein oder höchstens ein Todesurteil, das dann in 250 Jahren verstreckt wird, vollstreckt, so rum. Gut, dann gehen wir noch ein Stück. Ja, und in die Thematik Tumore und Pilze und so weiter und so fort, da passt eigentlich auch dieser Baum hier hinten, ne, eigentlich ganz gut rein. Ich zoome mal ein wenig. Moment. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Ja, und da kann man jetzt schön sehen, der ist offensichtlich schon ziemlich bepilzt. Lebt aber noch. Ja? Also wenn man dran hochguckt, das können wir auch gerade schnell tun. Moment. Dann stellen wir fest, also es gibt jetzt erstmal wenig Anzeichen davon auszugehen, dass der garantiert schon tot ist. Da befinden sich bestimmt noch lebende Knospen an den Zweigen und die Buche befindet sich lediglich im Winterzustand. So, und diese vielen Pilze da dran, das ist quasi so ein Zeichen für, offenbar hat der Stamm mal irgendwas abbekommen, offenbar ist der Stamm mal wirklich mit einem größeren Befall von Pilz heimgesucht worden. Es sind mindestens zwei verschiedene. Ja, das kann man, denke ich, auch im Bild ganz gut sehen. Wir haben da zwei verschiedene Fruchtkörperformen. Wahrscheinlich sind es noch deutlich mehr, die halt gerade keinen Fruchtkörper nach außen ausprägen. Und damit wird jetzt hier gerade im Grunde die Holzsubstanz dieses Stammes zersetzt. Langsam. Oh, jetzt geht die Motorsäge los, macht nichts. Und damit ist auch irgendwann klar, dass der Baum einfach nicht mehr technisch, nicht mehr stabil ist, das Holz nicht mehr hält und bei irgendeinem stärkeren Wind vermutlich fällt der dann schlicht und ergreifend um. Theoretisch auch ohne Wind, früher oder später, ist alles nur eine Frage der Zeit. Sozusagen kann man dem hier jetzt beim Sterben zugucken. Wer also hier jetzt in der Nähe wohnt, könnte zum Beispiel hier täglich einen Spaziergang machen und mal dabei zuschauen, wie jetzt langsam, aber sicher vielleicht noch der ein oder andere zusätzliche Fruchtkörper am Stamm auftaucht, also weitere Pilzhütchen. Und das Ganze sich einfach noch weiter nach oben auslagert, weil der ist schon recht weit hoch fortgeschritten, der Pilzbefall. Ne? Also das hier ist der oberste. Und das ist schon einiges. Also man hat man eher selten, dass so die unteren, was wird denn das sein? Das sind glaube ich fast 5 Meter. Ja, das sind 5 Meter.
Also dass man wirklich 5 Meter Filzbefall hat, ein selteneres Phänomen. Ja. Jo, aber kann noch 20, 30, 40, 50 Jahre dauern, bis es dann wirklich so weit ist, bis der Zersetzungsprozess so weit fortgeschritten ist, dass es echt zu instabil für den Baum wird. Kann aber auch in ein paar Monaten schon so weit sein. Das hängt einfach auch ein bisschen mit der Windsituation zusammen, wie schnell dann sowas geht. Aber wir können vielleicht kurz festhalten, in den seltensten Fällen stirbt ein Baum schnell. Der Sterbeprozess, wenn man es so nennen möchte, der zieht sich oft über Jahrzehnte hin. So wie auch hier. Ja, und da liegen sie jetzt nun, die Tannen. Das ist tatsächlich Tannenholz. Wie man sehen kann, hervorragende Qualität. Wirklich ganz, ganz großartig. Ne? Also da ist ja gar nichts dran. Bestes, tolles Bauholz mit Tanne. Kannst du alles bauen. Alles. Such dir was aus, kannst es mit Tanne bauen. Ja? Völlig wurscht. Brücken, Opernhäuser, normale Häuser, Hochsitze, Möbel, Treppen. Ja, es ist nicht super hart, deswegen für Oberflächen, auf denen rumgelaufen wird, geht zwar, gibt es aber bessere Alternativen. Aber ansonsten ist Tanne wirklich ein ganz wunderbares Konstruktionsholz, ein ganz wertvolles, weil halt eben so universell verwendbares Holz und wächst auch fast so schnell wie Fichte. Tanne kann also Fichte nicht ersetzen in dem Sinne, dass wir jetzt ab sofort Tannenmonokulturen dahin stellen, wo wir vorher Fichte hatten, das machen wir nicht. Aber funktional, einfach von der Holzqualität und von den Dingen, die man mit Tannenholz so anstellt, das ist sehr gut vergleichbar mit dem, was man auch mit Fichtenholz tun kann. Ja, es hat keinen Kern, wie man sehen kann. Es hat eine gleichmäßige Farbe. Das wird von vielen Leuten auch als sehr dekorativ empfunden. Es hängt halt immer davon ab, was man haben möchte. So ein rustikaler Kern ist sicher auch was Schönes, aber manchmal ist so ein gleichfarbiges, helles Holz für manche Anwendungen halt einfach auch schön. Ja, man hört im Hintergrund noch die Motorsäge. Hier wird noch oben auf dem Kamm gerade gefällt. Drum, also hier ist nichts gesperrt gewesen und so weiter. Ist auch alles safe, der fällt in die andere Richtung. Da kann auch hier nichts passieren, also alles richtig. Aber trotzdem ist zu Gange. Und das ist genau richtig, jetzt im Winter, jetzt auch, wo es ein bisschen kälter ist. Inzwischen schon nicht mehr ganz so kalt, aber zumindest konnte man, als man angefangen hat hier mit der Holzernte, sicherlich noch auf ziemlich stark gefrorenem Boden bauen. Wenn wir uns den Wetterbericht für die nächsten Tage angucken, dann kann es auch gut sein, und das ist also wirklich alles optimal geplant, dass in den nächsten Tagen auch noch mal eine schöne Frostperiode ist, wo man dann auch wunderbar hier im Wald rumfahren kann, ohne eben den Boden allzu matschig, allzu kaputt zu machen. Und so gesehen, ja, Forstwirtschaft, wie man es lernt, wie sie es gehört, wie es im Idealfall manchmal sogar abläuft. Aber auch im Wald gilt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, nach Lehrbuch ist das eine, in der Praxis klappt es natürlich nicht immer, auch wenn es jetzt hier gerade mal so ist. Gut, und damit möchte ich mich auch wieder verabschieden. Diesmal übrigens auch wirklich. Ich fahre nämlich jetzt wieder heim. Wird schon wieder fast dunkel. Ja, das ist halt eben das Schicksal im Winter. Zweiter kleiner Waldspaziergang mit ein paar Sehenswürdigkeiten erklärt. Hoffe auch, das war ein bisschen interessant. Und ja, bis morgen. So viele Tage sind es ja nicht mehr bis zu Türchen 24. Und das ist auch ehrlich gesagt ganz gut, weil so langsam, der Adventskalender ist schon anstrengend. Das ist schon wirklich anstrengend. Man muss die Ideen haben, man muss auch wirklich am Ball bleiben. Man kann nicht versuchen, nebenher noch so viel anderes Zeug zu machen, weil sonst kommt man da mit den Adventskalendertürchen nicht hinterher. Daher 24 am Stück schaffe ich. Wenn es 28 wären, wäre schon ein bisschen blöd. Gut, also bis morgen. Tschüss.